Hallo, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Screencast, zu einer weiteren Übung der Teilkostenrechnung. Dieses Mal eine etwas langwierigere und etwas komplexere Aufgabe. Die Aufgabe lautet wie folgt. Es geht um ein Unternehmen, das naturschonend Eiscreme herstellt, ist spezialisiert darauf, nennt sich Arctic Cream GmbH und stellt unter anderem 4 Sorten Vanillefrüchte-Weihnachtseis auf der Grundlage biologisch angebauter Vanille von den Komoren her. Zur ausgezeichneten Vanillebasis werden dann verschiedene Früchte-Geschmacksrichtungen gemischt und für alle 4 Sorten wird Vanilleeis benötigt. Leider können jedoch aufgrund witterungsbedingter geringerer Ernten auf den Komoren nicht genügend Vanilleschoten für die Produktion der nächsten Periode beschafft werden. Ein Ausweichen auf andere Vanillesorten ist aus Qualitätsgründen nicht machbar. Der Einkauf erhielt für die kommende Periode insgesamt 2013 Kilogramm Vanilleschoten. Und wenn man so eine Aussage liest, dann riecht das schon sehr nach einer Verknappung bzw. nach einem Engpass, nach einem Engpassproblem. Die Kosten pro Kilogramm Vanilleschoten liegen in beiden Perioden bei 120 Euro pro Kilogramm. In der vergangenen Periode konnten von jeder Eissorte 25.000 Packungen zu je 500 Milliliter Gesamtgewicht abgesetzt werden. Die Nachfrage auf den Absatzmarkt wird sich nach Einschätzung der Gesellschaft auch für die kommende Periode nicht verringern. Also von jeder Sorte 25.000 Packungen zu verkaufen, sollte nicht das Problem sein, auch in der kommenden Periode. Ferner sind für die vergangene Periode die in der folgenden Tabelle aufgeführten Daten bekannt. Wie gesagt, hier geht es um die vergangene Periode. Da steht jetzt drin, wie viel Vanilleschoten, wie viel Gramm Vanilleschoten Sie für jede Sorte brauchen, was Sie daneben noch an übrigen variablen Kosten pro Packung haben und wie dann der Verkaufspreis pro Packung aussieht. Und nachdem das alles bekannt ist, wird auch noch auf der nächsten Seite dann angegeben, wo die fixen Kosten dieser Erzeugnisgruppe, also dieser 4 Eissorten liegen, nämlich bei 88.500 Euro pro Periode. Jetzt kommen die Aufgaben. Erstens, Sie sollen mithilfe der Deckungsbeitragsrechnung das Betriebsergebnis der vergangenen Periode berechnen. Das sollte machbar sein. Da gab es ja noch so viel Vanille, wie man brauchte. Aber jetzt bei B, stellen Sie für die Arctic Cream GmbH bitte das gewinnoptimale Produktionsprogramm für die kommende Periode auf. Und da, wie gesagt, bekommt man nur die 2013 Kilogramm Vanilleschoten. Allerdings haben sich die Rezepturen, die übrigen variablen Kosten und die Verkaufspreise geändert. Gehen Sie deshalb von den nachfolgenden Angaben aus. Die übrigen Werte entsprechen den oben gemachten Angaben. Sie sehen also hier, das, was jetzt in dieser Tabelle hier unten dargestellt ist, das ist jetzt die Rezeptur und die Preise bzw. die Kosten für die kommende Periode. Und da, meine Damen und Herren, müssen Sie jetzt entscheiden, können Sie die gesamten 4 Sorten in der Menge, wie der Markt sie aufnimmt, sie herstellen, nämlich 25.000 Packungen von jeder Sorte. Reicht dafür die Vanille? Und wenn das nicht der Fall ist, welche Sorte sollten Sie einschränken? Immer mit dem Ziel vor Augen, ein gewinnoptimales Produktionsprogramm herzustellen. Erinnern Sie sich nochmal, was wir dazu in der Theorie besprochen hatten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lösung. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir die Lösung gemeinsam durchsprechen. Bis dahin. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.